Die Bühne ist bereit in Barcelona und wir freuen uns auf 66 Runden beim großen Preis von Spanien. Barcelona ist eine Rennstrecke mit einer langen Geschichte. Immerhin hat der mehrfache Weltmeister Max Verstappen hier 2016 seinen ersten F1-Sieg errungen. Das Setup für Barcelona ist schwierig. Die technisch anspruchsvollen Kurven verlangen hohen Abtrieb. Aber das belastet die Reifen stärker und kann die Strategie einschränken, wenn man es übertreibt. Auf diesen Tag haben wir gewartet. Herzlich willkommen zum Rennen. Moinsen Jungs und Mädels und herzlich willkommen zurück im Grundkurs Gaming und zum F1 Manager 2024. Ja, darauf haben wir gewartet. Vorbereitung für Österreich heute. Wir haben ein neues spezialisiertes Aero-Upgrade auf jeden Fall am Wagen. Ich will nicht das fahren. Das sieht... Drei Stopps, das ist ja nicht euer Ernst. Okay. Gut. Wir bauen hier erstmal irgendwas, das vielleicht auch eine Chance hat, vernünftig zu sein. Ist das unbedingt schneller? Das ist genauso schnell wie das hier scheinbar. Ja, also wir fahren Medium Hard Medium. Denke ich mal. Alles andere scheint ja wirklich Quatsch. Soft, Medium, Soft. Wie soll denn bitte Soft, Medium, Soft funktionieren? Ha, weiß ich nicht. Nee. Das ist ja alles Quatsch hier. Also Medium, Hard, Medium fahren wir natürlich. Ja, wir könnten jetzt die Reifen schonen irgendwie oder wir schonen die am Anfang gleich mal. Das macht uns sogar schneller. Minimal vielleicht. Ja, dann werden wir es wahrscheinlich so fahren. Da können wir hier schön Reifen schonen. Ja, wir sind genauso schnell wie mit der komischen Strategie hier. Ja, vielleicht wollen wir die Mediums am Anfang gar nicht schonen, um da irgendwie im Train drin zu bleiben. Das aus, wenn wir das, oh nee, wenn wir das so machen, dann sterben wir, ne? Ja, komplett. Ja, wir machen das vielleicht mal so, dann haben wir noch ein bisschen was auf den Mediums drauf. Können wir mit den harten Reifen im Mittelteil ein bisschen spielen. Ja, ich glaube, das gefällt mir ganz gut. So, was hast du hier? Das ist ja auch alles Quatsch. Da versuchen wir mal dieselbe Strategie zu fahren.
Ja, das wird unsere Strategie. Wir versuchen das mal. Ne, zum Ende dann noch ein bisschen chillen irgendwie. Also ob wir da dann irgendwo ins DRS kommen oder nicht, müssen wir mal gucken. Wir könnten auch versuchen, die harten Reifen ein bisschen länger zu fahren. Je nachdem, und dann die Mediums nicht ganz so sehr zu schonen. Wir geben am Anfang auf jeden Fall ein bisschen Gas. Extra Kraftstoff werde ich jetzt nicht mitnehmen. Fahrerentwicklungsrate. Aber für Aaron, ne? Für Paul Aaron. Nicht für die Jungs hier eigentlich. Dachte ich. Zur Not. Oh, wir haben ja noch richtig viele Softs übrig. Ja, zur Not könnten wir auch ein paar Softs benutzen. Aber ich denke, das wird schon eine vernünftige Strategie sein. So, vom Platz 13 und 14 aus geht's los. Ich bin gespannt. Die Teams führen gerade die letzten Checks durch. Nicht mehr lange bis zum Start dieses Rennens. Nicht nur wir beide werden heute besonders genau auf Oscar Piastri schauen. Ein Start auf der 4 ist eine super Position. Spielt das Team seine Strategie richtig aus, kann es ordentlich Punkte mitnehmen. Aber was wird hier passieren? Ich weiß es genauso wenig wie Sie. Eines der ältesten Rennen im F1-Kalender. Das ist der große Preis von Spanien. Das Startsignal erlischt und los geht's. Also, erwischen wir einen guten Start oder nicht so? Peter erwischt keinen so guten Start. Bei Olli, der Start sieht okay aus. Logan Sargent hat sich da direkt an Pepe vorbeigeschoben, aber ist jetzt außen. Muss den Platz wieder zurückgeben oder auch nicht. Ne, er verteidigt den, ne? Der ist auch auf Softs unterwegs. Oh, wo kann man gerade gucken, auf was für Reifen die Konkurrenz hier unterwegs ist. Okay, ich sehe eigentlich nur Softs und Mediums. Also eine Drei-Stopp-Strategie scheint hier irgendwie von mehreren Teams favorisiert zu werden. Mal sehen, wer dann im Endeffekt recht behält. Oh, 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 Olli Berman greift da erstmal Perez an, geht kurzzeitig an ihm vorbei. Ja, doch, kann sich da durchsetzen. Ist jetzt hinter Lance Stroll immer noch. Und Sargent hat hier Marty überholt. Ach, da innen kommt er vorbei. Ja, okay, hinter Olli Berman. Wow, wow. Naja, gut. Hat Pepe halt leider nicht gut gemacht. Aber er kämpft wenigstens nochmal zurück. Während Olli sich hier innen neben Lance Stroll setzt. Das sieht gar nicht mal so schlecht aus, aber macht sich nicht bezahlt, das Ganze. Also Olli hat einen Platz gut gemacht, Pepe hat einen Platz verloren. Die sollen beide irgendwie in die Top 18 kommen und hier erstmal DRS mitnehmen, solange wie es geht. Einfach ein bisschen dranbleiben. Ja, aber gegen die Jungs auf den Softs können die halt nicht viel machen im Moment. Das muss man halt auch einfach festhalten. Die Lücke könnte sich vom Magnussen auftun. Das war jetzt Kurve 3. Ja, und Berman hat jetzt hier gegen Perez und Sargent, glaube ich, müsste es sein. Zwei Plätze verloren, wurde da gesandwiched. Mal schauen, ob von Magnussen die Lücke aufgeht oder vor Perez vielleicht sogar. Das glaube ich aber weniger. Also unsere Jungs haben im Moment beide einen Platz verloren.
So, wir schonen den Akku ein wenig. Wir bekommen ja DRS. Das reicht hoffentlich erstmal. Wenn verlogen Sergeant da vielleicht auch die Lücke aufgehen würde, wäre das großartig. Und nach der Geraden werde ich auch den Treibstoffverbrauch ein bisschen eingrenzen. Ja, da können wir sehr gut auf Logan Sargent aufholen, wie es aussieht. Der war da schon außerhalb der DRS-Zone nach vorne auf Perez, der sich da so ein bisschen aus dem Staub gemacht hat. Und jetzt können wir hoffentlich an dem Williams dranbleiben und hier vorne die Position bis zum ersten Boxenstopp der anderen verteidigen. Logan Sargent ist ja auch auf Softs unterwegs. Also, wo war denn da der Messpunkt? Ich habe ihn nicht gesehen. Ich hoffe, zum Messpunkt war Olli da noch in DRS-Reichweite. Nee, sieht nicht so aus. Ja gut, dann kommt Logan Sargent jetzt davon und wir führen hier quasi den Rest des Feldes an im Moment. Ja, Logan Sargent kommt gut davon auf sein Softs. Aber das Rennen dauert ja noch eine Weile. Deswegen lehnen wir uns ja erstmal entspannt zurück. Pepe geht da an Berman vorbei. Ja, die haben sich da ein bisschen gekabbelt für einen Moment. Na, wenn die das da vorne machen, an der Spitze dieser Gruppe, ne, die müssen eigentlich schneller sein als die Wagen hinter ihnen. Also vielleicht können die da auch nochmal eine Lücke aufmachen. Hülkenberg darf sich halt nur nicht irgendwie dazwischen quetschen können. Ja, die Jungs machen das ganz gut. So, dass Hülkenberg keine Chance hat, damit durchzuschlüpfen. Albon und Hülkenberg bekämpfen sich da hinter ihnen. Also hinter unseren Jungs, hinter Berman und Marty. So, schnellste Runde für Sainz. Eine Lücke auf Logan Sargent, nur noch anderthalb Sekunden. Aber der Olli hat da Quatsch gemacht gerade. Na, der ist zu weit hinten. Da muss er nochmal ein bisschen Gas geben. Hat es gereicht? Hat nicht gereicht. No more overtake. Ja, ist Batterie leer. Oh Gott. Übertrieben wieder. Aber dafür ist er jetzt wieder dran. Und Pepe ist ja auch schon an Logan Sargent wieder dran. Hat Olli sich ja schon wieder abhängen lassen. Gibt's ja nicht. Hülkenberg am Berman vorbei. Ja, das ist natürlich blöd. Wie hat er sich da so abhängen lassen plötzlich? Ja, da müssen wir mal gucken, dass Berman jetzt nicht nach hinten durchgereicht wird. Marty überholt ja erstmal Sergeant. Da ist die Gelegenheit. Ja, schön innen durchgeschlüpft. Am Ende der Kurve ordentlich breit gemacht. Das sah gut aus. So, und Berman muss jetzt irgendwie an Hülkenberg wieder vorbeikommen. Mal gucken, ob das gelingen kann. Sergeant wieder an Marty zurück über vorbei. Also vor Kurve 1. Kann er sich durchquetschen? Ja, mit DRS halt. Und da geht Logan Sargent vorbei. Ja, alles gut. Ja, die Jungs machen da erstmal ihren Job, wie es aussieht.
So, Marty wieder an Sergeant vorbei. Es wird noch ein paar Mal hin und her gehen, denke ich. Aber nach vorne, Berman an Hücken, was? Berman an Hückenberg vorbei oder nicht? Wir haben erstmal Sergeant, der an Marty vorbeigeht. Ja, und da hinten sehen wir Olli Berman und Nico Hülkenberg, wie sie gegeneinander kämpfen. So, das können wir uns nochmal angucken, wie Hülkenberg das gemacht hat. Ja, da sind sie schon nebeneinander. Sind tatsächlich direkt im unmittelbaren Zweikampf. Aus der Perspektive nicht so gut zu erkennen, von hier sieht man es besser. Currently P16. Aber von hinten kam der jetzt Alban auf Softs durch. Ist dann Olli vorbei. Ich hatte eigentlich gehofft, dass Olli da sein Akku noch mal ein bisschen regenerieren könnte. Aber das Gute ist, wir fahren schon mal nicht hinterher, sondern sind jetzt mitten im Getümmel drin. Ja, wenn auch nur im Mittelfeld. So, wir schauen mal, was dann noch geht. Pepe versucht da wieder an Logan Sargent ranzukommen gerade. Ja, es gelingt ihm auch mit DRS. Ja, und Ollis Akku scheint sich da wieder regeneriert zu haben. Tsunoda und Gasly waren jetzt an der Box. Und sind rausgekommen auf Tsunoda auf Softs und Gasly auf Mediums. Während wir hier unser Ding ganz ruhig und konzentriert durchziehen. So, Berman an Albon vorbei. Hat sich da die Position also zurückgeholt. Wunderschön. Ja, aber Albon hat es noch nicht aufgegeben. Sind die beiden noch nebeneinander? Ne, sind sie nicht. Aber wir schauen mal auf die Reifen. Ja, Sergeant Hülkenberg haben fast keine Reifen mehr. Wie sieht es denn bei Albon aus? Ja, der leidet da auch. Ricardo hat noch Reifen, die ungefähr mit unserem mithalten können, aber der Rest hat die schon ziemlich runtergefahren, entweder weil sie die eingesetzt haben oder weil es Softs sind. Marty wieder an Sergeant vorbei. Wir beobachten das Geschehen hier ganz genau. Er beschließt es zu versuchen. Auf Platz 12, ganz nah an den Punkten. Ja, also das sieht bisher ganz gut aus. Verstappen hat Probleme mit dem ERS. So, vor Berman ist jetzt Sergeant in die Box gefahren, Bottas in der Box, Magnussen, Russell alle in der Box. Das heißt, wir können hier erstmal ein bisschen vorbeifahren an einigen Fahrern. Pepe bekommt jetzt natürlich kein DRS mehr, hat nach hinten aber auch keinen Stress im Moment. Berman geht da an Hülkenberg einfach mal vorbei noch, weit nach der DRS-Zone. Ja, Hülkenberg auf Softs unterwegs. Das heißt, die Reifen werden jetzt langsam nachlassen, aber er kämpft da noch ein bisschen. Das ist also passiert. Da ist Nico Hülkenberg. Na gut, mit einem flachen Flügel kann er sich die Position zurückholen. Oh,
Und Nico Hülkenberg bringt sich nach vorn. Ich glaube, Nico Hülkenberg hat keine frischen Reifen, oder? Wir schauen mal nach. Achso, Hülkenberg ist jetzt in die Box gefahren. Nee, dann hat er alte Reifen. So, Olli leider ein bisschen weit von Pepe entfernt. Aber sein Akku hat sich regeneriert. Das heißt, er kann jetzt überall wieder ganz normal ERS benutzen. Das ist schon mal gut. Und wir sind hier erstmalig in die Top 10 vorgestoßen. So, Olli hat jetzt Russell hinter sich tatsächlich. Ja, oder vor sich. Kann da leider auch nicht mitziehen, ne? Weil Russell einfach viel zu schnell weg ist. Ja, der ist auf Softs unterwegs. Aber gut, Russell ist jetzt vielleicht nicht unser Maßstab. Die Mercedes sind zu gut für uns. So, Behrmann fällt hier zurück. Und Russell arbeitet sich wieder nach vorne durchs Feld. Ja, so, was mit Olli los? 1,2 Sekunden zu Ricardo. Okay, dann wird er auch irgendwelche Softs drauf haben. Ja, da haben wir jetzt einige Wagen Softs drauf. Und wir fahren mit relativ ollen Mediums durch die Gegend. Aber wenn wir hier zwischendurch noch so ein bisschen DRS absnacken können, dann dürfte das gar nicht so schrecklich alles werden. Okay, hier wird schon mehr wild geboxt. Deswegen Ricardo an Marti vorbei. Wir nähern uns jetzt Kurve 2. Da macht sich eine Lücke auf. Außenrum überholt er da. Ricardo rückt im Feld nach vorne. Potenziell auf frischen Softs. Mediums, sorry. So, wir machen uns langsam schon für den Boxenstopp bereit. Perez an Behrmann vorbei. Like a couple laps or sooner than that. Hamilton hat einen technischen Fehler. Im Getriebe. Okay, also da sind wieder einige mit technischen Fehlern unterwegs. Aber das scheint die Jungs nicht wirklich langsamer zu machen. Ja, dafür sind unsere Fahrer hier mit Platz nach vorne unterwegs. Also bekommen nirgendwo DRS. Schade. Ah. Pepe könnte jetzt sich von Perez ein bisschen was schnorren. Dann mal Kurve 6 an. Das ist sicher verlockend. Mal sehen, ob das funktioniert. Und das ist Platz 10 und somit in den Punkten. Alonso an Behrmann vorbei. Also die überrunden, nee, die überrunden noch nicht. Die gehen jetzt alle wieder vorbei, nachdem sie in der Box waren. Und das ist auch durchaus in Ordnung, würde ich sagen. Ja, Alonso arbeitet sich da nach vorne weiter durch. Stroll wird ihm gleich folgen. Und dann sind wir wieder da, wo wir angefangen haben, auf Platz 13 und 14. Allerdings mit viel Platz nach hinten auch. Magnussen ist 5 Sekunden hinter Olli Behrmann. Ja, Stroll da an Marti vorbei. Ja, auch auf Softs unterwegs. Oh, see that man? So, wir sind bereit für den Boxenstopp.
Wir wechseln hier einmal auf harte Reifen. Der Abstand zwischen unseren Fahrern auf jeden Fall groß genug, dass sie beide gleichzeitig in die Box kommen können. Das passt also. Okay, so Box, Box. Copy Box. Und ich hoffe, es wird auch keine Verzögerung in der Box geben. Unsere Crew müsste eigentlich gut eingespielt sein. Es gibt eine gelbe Flagge gerade. Jetzt ein Safety Car wäre optimal. Joe blockiert aber einfach nur in Kurve 7. Gut, schauen wir uns jetzt Kurve 7 an. Den Bremsen war das zu viel. Das ist aber einfach das Risiko, je später man rausfährt. Das war nicht super dramatisches, aber er hat eine Menge Zeit dadurch verloren. So, Pepe an der Box. Das ist super. Und für Behrmann ohne Verzögerung 2,60. Auch das ist super. 32,8 in der Box und 32,4. Hervorragend. Achso, Ricardo hat ein Problem. Ich hasse das, dass es rot ist, wenn der Fehler bei einem anderen Fahrer auftritt. Bottas ahead. Gap ahead 2.2. So, wir sind jetzt erstmal relativ weit hinten dran. Können wir auf Bottas aufholen? Oh, der hat alle Mediums. Da können wir gleich mal ein bisschen Sprit verfahren, würde ich sagen. Geh mal weg, ich will die Lücke beobachten können. 3,0. Wie ist die Lücke jetzt? 3 oder 8? Oder. Warte mal kurz, bis die Reifen warm sind. Das ließ technischer Fehler verstärkt sich, denke ich. Quite a lot of clipping. Ja. Gaslys Fehler hat sich verstärkt. Ja, und Pepe ist dann noch 3 bis 3,5 Sekunden. Man kann es nicht so genau sagen, hinter Bottas. Kommt aber vielleicht ein bisschen näher tatsächlich. So, wo sind denn die Reifen warm? Bei wie viel Grad? Bei 105 offensichtlich noch nicht. Hamiltons technischer Fehler wird auch schlimmer. Aber es scheint, als hätte das Auto irgendeinen Defekt. Okay, irgendein Defekt, danke. So, die Jungs sollen jetzt mal ein bisschen Gas geben. Pepe muss versuchen, auf Bottas aufzuholen. Der pirscht sich da nämlich langsam an Gasly ran. Ja, da ist er schon dran, leider. Das heißt, er wird jetzt von dann fahren mittels DRS. Schade. Ja, Olli wird da schon überrundet. Von Leclerc und Verstappen. So, Pepe an Gasly vorbei. Da gucken wir mal, wie das jetzt hier abläuft mit den Überrundungen. Wir können jetzt sehen, was passiert ist. Das war jetzt Kurve 1. Da ist die Lücke. Und das Überholen gelingt. Okay, das war echt gut, dass er da noch dran vorbeigekommen ist, bevor die Überrundung stattgefunden hat. Na, er wird jetzt natürlich auch gleich überrundet. Aber vielleicht kann Gasly die Lücke dann nicht direkt schließen. Wir schauen mal. Wenn Behrmann sich auch langsam an Gasly anpirscht, hoffe ich.
Irgendwo zwischen 2 und 1,5 Sekunden ist er hinter ihm. Und so Gasly jetzt, ja, eine Sekunde, vielleicht ein bisschen mehr, vielleicht ein bisschen weniger, vielleicht auch nur eine halbe Sekunde hinter Pepe, man weiß es nicht. Management is good. So, da ist Olli an Gasly vorbei. Was hat denn Gasly für hässliche Reifen, dass der so... Achso, der hat ganz olle Mediums drauf. Na gut. Verstappen hat immer noch einen technischen Fehler. Der wird also auch schlimmer. Ja, es sieht so aus, als wenn Pepe da fast an Verstappen dranbleiben könnte. Magnussen hängt hinter Olli Berman. Und Olli Berman ist noch 1,5 Sekunden von Pepe entfernt. Das ist ja auch gar nicht so schlecht. Was hat der Magnussen für Reifen? Frischere Mediums. Ist jetzt auch an Berman vorbei. Ja, und da nimmt er scheinbar schon Peilung auf Marty, aber Olli gibt sich da nicht so einfach geschlagen. Oh, jetzt Magnussen da vorbei, ja. Maybe get this race back to us somehow. Also Magnussen hier zunächst an unseren beiden Jungs vorbei. Aber vielleicht können wir das noch drehen. 14. und 15. Platz, also eine Position hinter unserer Startposition. So, wollen wir nochmal versuchen, Magnussen hier ein bisschen einzuholen. Wir können das ruhig mal machen, ne? Wir bekommen ja DRS. Na, von hinten kommt allerdings schon Norris an. Nee, und wir verlieren tatsächlich auch eher auf Magnussen. Das ist schade. So, gelbe Flagge. Sergeant blockiert in Kurve 1. Das könnte uns helfen. Das ist also die erste Kurve. Man sieht die Reifen blockieren. Sie sind jetzt aber sehr spät rausgefahren. Wo ist er denn? Ach so, hinter uns irgendwo auf der 18. So, bisher kleben unsere Jungs hier zusammen, wollte ich sagen, und in dem Moment lässt Pepe sich abholen, weil Norris da natürlich direkt überrunden muss. Aber er bekommt jetzt hier DRS von Norris dafür. Also vielleicht kommt er da relativ zügig wieder ran und Albon kann nicht von hinten aufschließen. Das sieht gut aus. Aber Albon kann von hinten sehr rasch aufschließen. Relativ frische Softs noch. Norris ist im Moment Zweiter, weil Verstappen in der Box war scheinbar. Der ist auf den 5. dadurch temporär zurückgerutscht. So, eine Sekunde hinter Magnussen sind die Jungs jetzt. Können sie da irgendwas tun? Ich lasse es mal mit dem Benzinverbrauch. Lots of crashes. Unfall mit mehreren Autos. So there's possible debris in one. Was ist passiert? Oh. Hier sehen wir Perez und einen V-Carb. Tja, wen hat es da jetzt härter erwischt?
Und wer war daran beteiligt? Kann man das irgendwie rausfinden? Wo ist denn Perez? Dort. Und hinter ihm? Ist Tsunoda. Ah, okay, gut. Also Perez und Tsunoda, ja genau. Die sind auch beide beschädigt. Die hat es da erwischt irgendwie. Und wir gucken mal, was Berman und Albon hier treiben. Während die Jungs versuchen, auf Magnussen aufzuholen. Ja, und es sah jetzt schon mehrmals so aus, als wenn sie Magnussen schon eingeholt hätten. Aber dann rutschen sie immer wieder raus. Ne? Also der Tower, dass er wirklich um eine halbe Sekunde schwankt von einer Kurve zur nächsten. Ist natürlich nicht toll. 5 Sekunden Zeitstrafe für Perez. So, dann versuchen wir doch noch mal ein bisschen Kraftstoff rauszuballern, um irgendwie an Magnussen ranzukommen. So, Tsunoda und Perez jetzt auch beide in der Box. Fährt Tsunoda schon wieder raus? Noch nicht, ne? Ich denke, Tsunoda wurde da auch härter erwischt als Perez. Und Tsunoda setzt sich jetzt in Bewegung. So, und jetzt haben wir Perez direkt vor uns. An Tsunoda sind wir vorbeigefahren, während er noch in der Box stand. Na, jetzt konnte es ja doch noch mal ein bisschen spannend werden. Berman auch wieder vor Marty. More lifting coast, please. Ja, wir bekommen DRS auf Perez, der bekommt wiederum DRS auf Magnussen. Also da haben wir die Lücke zu Magnussen jetzt doch irgendwie überbrückt bekommen. How are the tires? Na, Berman lässt sich da schon wieder abhängen. Ja, das ist natürlich jetzt nicht gut. Boxenstopp ist auch in 3 Runden geplant schon wieder. Na gut, dann fahren wir hier einfach ein bisschen hinterher. Von hinten werden wir schon wieder überrundet, sehe ich das richtig? Ich kann es gerade nicht erkennen. Hier, das müsste ja dann Piastri sein, der da überrunden möchte. Tut er auch. Und da hat sich irgendwie noch ein Ferrari jetzt dazwischen verirrt. Ja, das ist schon wieder alles sehr, sehr unübersichtlich. Marty könnte jetzt drunter leiden. Mal gucken. Verstappen ist schon die 3. Fehlerstufe, oder? Ja, ich glaube, Verstappens ERS ist komplett ausgefallen. No problem. So, ein Pepe muss jetzt irgendwie wieder auf Olli aufholen. Bevor er hier überholt wird von Alex Albon, der macht dann nämlich ordentlich Druck. Ja, theoretisch sollte Pepe in der Lage sein, ihn da in Schach zu halten. Ja, da wird von hinten auch überrundet. Ja, das sah für uns besser aus als für Albon. Das ist schon mal sehr gut. Also ich hoffe, Pepe bekommt jetzt auch DRS. Ja, sieht gut aus. Boah, aber 10 Sekunden hat er auf Olli verloren durch den ganzen Quatsch. Nee, stimmt nicht. 2 Sekunden ist der jetzt hinter ihm.
Und Olli wird ja auch gleich überrundet. Aber gut, wir können natürlich hier die Williams auf Softs nicht hinter uns halten. We'll just see what we can do. Wie sieht es denn hier aus? 57%, ja, okay. Also die können damit auf keinen Fall zum Ende durchfahren oder auch nur in die Nähe. So, Albon jetzt am Marti vorbei. Das sah gut aus, das sehen wir nochmal in der Wiederholung. Das muss er jetzt durchziehen. Und da ist er auf Platz 14. Ja, das ist er vernünftig, ne? Also Tsunoda wird er jetzt auch gleich vorbeigehen, denke ich. Tsunodas Reifen, ja, sind frische Mediums. Er könnte es also vielleicht bis zum Ende durchhalten. Vielleicht. Ganz eventuell. Da schauen wir noch mal kurz drauf. Schöne Perspektive hier. Ja, aber Tsunoda wird noch mal in die Box fahren. Wenn ich mir überlege, wir haben eine ganz gute Reifenschonung, glaube ich, inzwischen. Und schaffen es aber auch nur, wenn wir die Reifen ein bisschen weniger abfahren bis zum Ende. Also, mache ich mir da jetzt großartig Sorgen? Nee, ne? So, Berman endlich an Magnussen vorbei. Da sind wir also, vor Kurve 1. Kann er sich durchquetschen? Auf Platz 12, ganz nah an den Punkten. Ah, und Magnussen macht da nicht mal irgendwelche Anstalten, Albon aufzuhalten. Schade. Darauf hatte ich ein wenig spekuliert. So, Olli. Kommt dann bitte einmal rein. Ja, Pepe will eine Runde später rein, scheinbar. Dann gucken wir mal, wie Ollis Boxenstopp hier läuft. Okay, we're coming now to the pit. Ricardo ist auch gerade in der Box. Mit Medium 2,843 ist in Ordnung. No one on pit exit. Das passt schon. Wieso ist ein Pepe nicht drin? Der ist schon drüber. Oh, ich fass es nicht. Da hat das Spiel nicht gut Bescheid gesagt, scheinbar. So, ich würde gerne mal was ausprobieren. Na, wir sagen einfach mal, wir fahren die normal, aber wir meiden stattdessen die Risikoransteine. Das soll ja recht gut sein. So, bei Pepe machen wir es auch gleich. Und da müssen wir mal gucken, wie es mit den Reifen läuft. Ne? Wir haben ja hier den erwarteten Reifenverschleiß und der tatsächliche wird uns ja angezeigt.
Also vielleicht funktioniert das ganz gut. Vielleicht funktioniert es auch gar nicht. Ja, Olli ist jetzt auf jeden Fall ein bisschen zu weit hinten. So, Olli scheint ja auf Bottas zu verlieren. So, können wir die jetzt hier Standard fahren, dadurch, dass wir mit den harten Reifen ein bisschen länger draußen waren. Wir gucken mal. So, wenn Olli so auf Bottas gut macht, dann können wir das so lassen. Wenn das nicht funktioniert, dann müssen wir was ändern. Ja, die Reifen sind kalt. And try to keep the temperatures up on these tires. Ah, Bottas ist auf ganz hässlichen harten Reifen unterwegs. So, Pepe hängt da gerade an Magnussen dran. Wird auch gleich an ihm vorbeigehen. Da ist es schon soweit. Und da macht er sich richtig aus dem Staub. Also an der 11. Kurve. Da ist die Gelegenheit. Und das Überholen gelingt. Ja, er lässt ihn da einfach stehen. Wunderbar. So, Verstappen. Oh nein, sieht mir wie ein kritischer Defekt aus. Da kann man nichts machen. Ja, muss er jetzt abstellen oder ist sein ERS jetzt wirklich nur komplett tot? Muss ein Verstappen. Dort. Das war vorhin schon rot, das Ding. Also, ich bin unsicher, was da jetzt gerade passiert bei Verstappen. So, Bearman ist dafür an Bottas vorbei. Da können wir nochmal drauf schauen. Ja, wunderbar. Das hat sehr gut funktioniert. Die beiden Haas schleichen sich ja von hinten an Pepe ran. Die haben allerdings harte Reifen. Ich weiß nicht, aber die können aufholen. Ja, die machen da kurz einen Prozess irgendwie. Keine Ahnung, wie sie das jetzt genau geschafft haben. Aber Marty scheint da noch nicht ganz zufrieden mit zu sein. Geht da zumindest mal an Bottas vorbei und klebt weiter an Magnussen dran. Also eigentlich sollte er ihn doch bekommen können, oder? So, wir machen hier mal den Reifencheck. Das sieht gut aus. Ich denke auch nicht, dass wir zu langsam sind, oder doch? Marty wieder an Magnussen vorbei mit DRS, vermute ich. Ah, schön. Auf jeden Fall mit Mut. So, wie ist denn das? Hier wird richtig Reifen gespart. Da wird vielleicht sogar zu viel Reifen gespart.
Da, Risikorandsteine meiden machen wir mal geradeaus. Und Marty kann man versuchen ein bisschen aufzuholen. Er kann hier mal eine Runde Vollgas geben. Um die beiden Haas da auch abzuhängen. Es funktioniert noch nicht so richtig. Zumindest Hülkenberg klebt noch an ihm dran. Und ist er auch vorbeigegangen, einfach ganz frech mit DRS. Aber wir hängen uns mal hinten an Hülkenberg ran. Wenn der jetzt unbedingt seine Reifen zu Schrott fahren möchte, erlauben wir ihm das natürlich. So, an Hülkenberg vorbei und direkt rangepappt. An Olli Bärmann. Und die Gerade hinab. Die Gelegenheit fleht darum, ergriffen zu werden. Das bringt ihn auf Platz 15. So, dann hoffe ich, dass unsere Jungs jetzt wieder ein bisschen zusammenarbeiten können. Nee, kein DRS für Pepe. Ist er da wirklich außerhalb? Na gut. Wenn das so ist, dann ist das so. Da ist Olli einfach zu schnell. Boah, jetzt ist er aber Hülkenberg durchgeschlüpft. Ja, mal gucken, was sich da ergibt. Sehen wir mal, was da passiert ist. Genau, schauen wir uns das mal an in Kurve 3. Er beschließt es zu versuchen. Ja, schön gemacht, das Manöver auf jeden Fall. Hülkenberg klebt jetzt am Bärmann dran. Pepe hat so ein bisschen Probleme damit zu halten. Wir gucken nochmal hier auf die Reifen. Das sieht eigentlich ganz vernünftig aus, ne? Aber hier müssen wir vielleicht ein bisschen die Risikorandsteine meiden, mal zwischendurch. Russell ist da gerade vorbeigegangen. Hoffentlich beschert uns das keinen allzu großen Nachteil. Na, boah, doch schon irgendwie. Ja, ich mach das mal wieder aus. Wir haben ja noch ein bisschen Reserve auf dem Reifen. So, Pepe an Hülkenberg mal gerade ran, schnell bitte. Ja, genau so. So, und Olli wird jetzt hier mal ein bisschen versuchen, wegzufahren. Der hat er, wen hat er vor sich? Tsunoda hat er vor sich. Oh, da gucken wir mal drauf. Ich sag ja, Tsunoda können wir später nochmal bekommen. Ja, der hat jetzt nämlich wirklich ranzige Mediums drauf und es sieht nicht so aus, als wenn er nochmal in die Box fahren wollen würde. Sondern der will so durchmachen. Good work. Last P13 now. Ahead is Albon.
Ja, das ist eine ordentliche Geschwindigkeitsdifferenz gerade gewesen. Das sah gut aus. We need more left and coast. Da hat er Tsunoda auch direkt abgehängt. Pepe ist an Hülkenberg noch dran. Hat er auch DRS zur Verfügung, also könnte demnächst an ihm vorbeigehen und sich genau hier an Tsunoda ranhängen. Da werfen wir auch mal einen Blick drauf. Mode push, mode push. So, genau so nämlich. Wunderbar. Da hat er sich schön behauptet in der Kurve. Tsunoda ahead. Tsunoda point three. Keep going, you're doing good. Na, und da ist er vor dem DRS-Messpunkt vorbeigegangen jetzt. Das finde ich nicht so geil. Wir können jetzt das sehen, war ein bisschen sehr früh. So sah es also während Kurve 8 aus. Das ist sicher verlockt. Hat Tsunoda hier auf einmal Softs drauf? Da nee. Ist er auf Platz 14. Das sind nur die roten Räder. So, Hülkenberg ist ja auch an Zunoda. Ah, Tsunoda geht doch nochmal in die Box. Und Hülkenberg schleicht sich hier schon wieder am Pepe an. Der hat allerdings wirklich die deutlich schlechteren Reifen. Ich weiß noch nicht genau, wie ich es machen soll. Soll ich da doch noch mal sagen, die Risikorandsteine sind zu meiden? Oder können wir Hülkenberg vielleicht sogar davonfahren? Ich denke mal nicht, ne? Wenn der DRS bekommt. Ich frage mich, ab welchem Zeitpunkt seine Reifen dann besser sind. Von hinten kommt schon wieder Leclerc. So, wir schonen mal ganz kurz die Reifen einfach ein bisschen. Obwohl, wir sind bei 55%. Das ist eigentlich Quatsch, ne? Wir können die ja unter 50% fahren. Die müssen halt nur irgendwie über 30% bleiben. Hülkenberger Marti vorbei, genau. Und Behrmann will da schon Joe überrunden, hat er auch gemacht. Pirscht sich da ein Albon ran. Was hat ein Albon für Reifen drauf? Ja, ungefähr solche wie wir. 2,3 Sekunden ist Olli dahinter. So, Pepe war am Messpunkt vor Hülkenberg, würde ich behaupten. Ja, so ist es. So, Pepe muss da schnell mal Leclerc durchlassen. Und Behrmann pirscht sich da aber wirklich gut an Albon an. So, und Pepe darf jetzt hier die DRS-Zone richtig nutzen, um an Hülkenberg vorbeizugehen. Da werfen wir auch ruhig nochmal einen Blick drauf. Das war jetzt Kurve 1. Da macht sich eine Lücke auf. Ja, ich meine, an Leclerc wird er hier nicht mehr rankommen, aber vielleicht kann er Hülkenberg ein bisschen davon fahren, gerade mal. Das wäre super, aber die DRS-Zone verhindern das leider so ein bisschen. So,
So, Berman ist aber gleich an Albon dran. Da gibt es irgendwo eine gelbe Flagge. Tsunoda dreht sich. Oh. Na, frische Softs und dann sowas. Also ich nehme zumindest an, dass sie frisch sind bei Tsunoda. Gerade mal nachgucken. Tsunoda, ja, nee, so richtig frisch sind die tatsächlich nicht. Die hat er vielleicht schon mal im Quali benutzt. So, Berman, jetzt an Albon dran, denke ich, noch nicht ganz. Aber lange kann es nicht mehr dauern. Drei Runden noch. Pepe und Hülkenberg kämpfen da immer noch. Von hinten kommt allerdings Alonso an. You know, I've gone fast, Mike. Was können wir denn noch tun? Wir haben noch drei Runden vor uns. Ja, ich kann die Reifen nicht weiter strapazieren, leider. Da sind wir schon so ein bisschen am Limit. Und ich kann hier noch mal ein bisschen Druck machen. Wo ist er denn da? You all right? An Marty Quatsch gemacht. Der ist ja immer noch dicht hinter Hülkenberg. Da kann doch gar nicht so viel passiert sein, oder? Wir haben hier eine gelbe Flagge. Na doch, die haben sich berührt scheinbar. Naja, ja, ja, die Hinterachsen haben sich berührt. Ach, ich hoffe, das gibt keine Strafe. Strafe wäre jetzt blöd. So, bei uns ist alles heil geblieben, bei Hülkenberg allerdings auch. Ja, schade. So, dann gucken wir mal zu Berman nach vorne, was da abgeht inzwischen. Aber der ist richtig weit von Alex Albon entfernt. The next one ahead is Albon. That's 1.5 seconds to Albon. Okay, do your best. Den würde ich natürlich gerne bekommen. Ich sehe nur nicht genau wie. Copy. Four laps to go. Copy. Ja, ein ganz kleines bisschen dichter müssen wir noch ran. Overtake available. Copy. Aber ich krieg den nicht mehr. So, Marty an Hülkenberg vorbei schon wieder. No more lifting coast. Okay, good job. Nee, Olli kommt da leider nicht ran. Schade. Sehen wir es uns an. Wir beobachten das Geschehen hier ganz genau. Oh, das sah aber gut aus. Da ist er auf Platz 14. Lift the coast is good. So, dann soll er mal Gas geben. Versuchen da wegzukommen. Ja, noch dürfte es nicht funktionieren. Oder? Oh doch, das sah gut aus.
3 laps to go. Ja, ich glaube, er hat Hülkenberg gerade abgehängt. Ja, das sieht gut aus. 3 Sekunden auf Hülkenberg gerade rausgeholt. Behrmann. Kann er noch einen letzten Angriff unternehmen vielleicht? Aber ich denke, er ist zu weit weg. Das dürfte nichts werden. Obwohl er da richtig dicht dran ist. So, car ahead is Albon. Oh, er versucht's auf jeden Fall, er versucht's. Ist er leider außen. Er hat's geschafft. Er ist an Albon vorbei und von hinten kommt nochmal ein Überrunder vielleicht zur Hilfe. Das war gut. Da hat er hier echt nochmal auf den letzten Drücker überholt. Sehr, sehr gut. Das gibt Albon keine Chance zu reagieren. Ja. Und damit ist Olli durch, würde ich behaupten. Ist er nicht? Wir fahren noch eine Runde. Fahren wir noch eine Runde? Ich dachte, wir wären durch. Wir waren noch schon überrundet. Der müsste auch... Oh nein, Leclerc war hinter uns. Joe ist durch. Oh, okay, wir fahren noch eine Runde. Dann fahren wir halt noch eine Runde. Das ist Leclerc. Charles Leclerc ist der Sieger heute. Leclerc kam nämlich hinter Charles uns gerade an. Leclerc holt den Sieg nach Hause. Ein Resultat wie dieses ist die Belohnung für all die harte Arbeit, die in diese Karriere investiert wurde. Einfach phänomenal. Checkered flag. Ja, hervorragend. Also Pepe ist schon durch. Der hat es auf den 14. geschafft. Super. Und Olli hat es auf den 12. geschafft. Der fährt halt noch ein bisschen, aber Alex Albon kommt da nicht mehr ran. Hamilton ist 17,5 Sekunden vor ihm. An den kommt er nicht mehr ran. Ja, dann war es doch durchaus ein sehr, sehr gutes Rennen. Also wie Verstappens Wagen da nicht liegen geblieben ist, ist mir noch ein kleines Rätsel. Und er ist dann immer noch Fünfter geworden. Zwar hinter dem Ferraris und dem McLarens, aber Fünfter. So, die Williams haben keine Punkte gemacht. Olli hat beide Williams geschlagen. Pepe hat immerhin Logan Sargeant geschlagen heute. Das ist schon mal ganz gut, denn an den Williams müssen wir ja vorbei. Die haben einen Punkt, blockieren damit den 7. Platz, den wir haben wollen. Das heißt, irgendwann müssen wir mal in die Top 10 rein und am besten mit 2 Wagen oder mindestens auf den 9. Platz, um an den Williams vorbeizuziehen. Was ist jetzt los? Was passiert? Ah, okay. War das nicht eine wirklich gute Vorstellung von Carlos Sainz? Auf jeden Fall ein verdienter Podiumsplatz. Man muss sagen, dass die Rennstrategie sehr gut war. Jetzt zeigt sich ihr Teamgeist überdeutlich, wenn sie alle diesen Moment des Triumphes teilen. Charles Leclerc betritt das Podium. Der Fahrer aus Monaco hat sich den Platz unter den Top 3 wirklich verdient. Der 3. Saisonsieg muss dem Fahrer und dem Team Selbstvertrauen geben. Hier in Barcelona sieht es danach aus, als würde die Party gerade erst anfangen. Was denkst du, welches Gefühl in der Garage des Teams jetzt vorherrschen wird? Es war ein durchwachsenes Wochenende für sie. Ein Fahrer hat eine starke Leistung gezeigt, der andere leider nicht. Es gibt aber definitiv Positives zu berichten. Um
Und damit ist unsere Zeit in Barcelona vorbei. Beim nächsten Mal rasen die Teams mit Vollgas durch die Wälder der schönen Steiermark. Der große Preis von Österreich steht unmittelbar bevor. So, das war ja gar nicht mal so unerfreulich, muss ich sagen. Ich weiß auch nicht, was Sie meinen mit, ein Fahrer hat eine gute Leistung gezeigt, einer eine nicht so gute. Die waren beide überragend gut, die Jungs. Sagen wir es einfach mal, wie es ist. Haas geschlagen, Williams, teilweise geschlagen. Die V-Carbs auch geschlagen. Ja, und den Rest, da war ja nicht auszugehen, dass wir die schlagen. Von daher alles gut. Ja, für Red Bull wieder kein gutes Wochenende. Die Mercedes werden sich gefreut haben. Max Verstappen führt trotzdem noch, aber nur noch mit 14 Punkten vor Lando Norris. Leclerc und Sainz haben ein bisschen Positionen getauscht. Und Piastri und Perez auch. Und Olli ist irgendwie 4 Positionen nach oben geklettert. Und Pepe auch eine. Fragt mich nicht warum, denn 0 Punkte sind ja eigentlich 0 Punkte. So, Ferrari führen jetzt mit 19 Punkten vor Red Bull. Haben 30 Punkte plus gemacht dieses Rennen. McLaren holt sogar auf Red Bull auf, ganz gut. Das sieht fantastisch aus. Und ja, wir sind nicht mehr auf dem letzten Platz, sondern jetzt neu mit 0 Punkten auf dem 9. Yay. So, Boxenstopps. Wir waren wieder langsam, ne? Unser schnellster war, glaube ich, 2,68 oder so. Das ist noch ein bisschen von den schnellen Jungs da vorne entfernt. Wo sind wir denn hier? Ach, wir tauchen nicht mal in der Tabelle auf. So schlecht sind wir. Das ist unglaublich. Ja, 2,601 und hier 2,579. Ja, aber 2,579 ist doch schon echt dicht dran, oder? Oh ja, da fehlt nur ein Hundertstel. Ja gut, man kann jetzt nicht alles haben. Dafür gab es ein bisschen Geld, 1 Million an Bonuszahlungen durch die Sponsoren, weil wir wirklich gut abgeschnitten haben. So, Heckflügel fertig, wunderbar. Mich interessiert aber noch ganz kurz, ob der Vorstand jetzt irgendwie, der war glücklich mit dem Rennergebnis. Das ist super. Das heißt, naja, in 7. müssten wir wahrscheinlich schon werden irgendwie, ne? Aber wenn wir immer so in den Top 15 vielleicht abschneiden mit beiden Fahrern, dann könnte das noch was werden hier, dass der Vorstand sagt, ja okay, so schlimm war die Saison jetzt nicht. Darf den Job behalten. Mal gucken, wie das wird. Beim nächsten Mal Österreich, da setze ich wirklich ganz, ganz viel drauf. Ich hoffe, da funktioniert es mal mit Punkten. Für heute war es das auf jeden Fall. Ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen, wünsche euch noch einen wunderschönen Tag und hoffe, dass ihr beim nächsten Mal wieder mit dabei seid. Macht's gut und bis dann. Ciao.